Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Oh Gott, oh, hi, sorry. Wie peinlich. Voll laut an so einem offenen Beruf vorbeigegangen. Egal, also ich vlogge wieder, beziehungsweise ich habe die Vlogging-Kamera in der Hand. Das liegt daran, heute ist so eine Mischung aus Vlog, aber auch nicht wirklich. Eigentlich eher ein Haarvideo, was ich mit der Vlogging-Kamera filme. Ja komm, hast du es gerade mitbekommen? Wie peinlich, ich habe mich alle voll ausgelacht. Ich bin gerade auf dem Weg zum Friseur und zwar bekomme ich jetzt meine Haare gemacht. Ich bekomme das erste Mal so richtig krasse, dauerhafte Extensions mit so einer ganz schonenden Methode und so. Die Haare werden viel länger. Meine Haarfarbe wird endlich schön. Ich kann es echt nicht mehr ertragen. So dieser Übergang, ich finde es viel zu hart. Und die Farbe hier oben, da ist so ein richtig ekliger Rotstich noch von den ganzen bunten Farben drin, die ich vorher hatte. Ich kriege auf jeden Fall alles jetzt in so einem schönen Balayage von so einem hellbraun runter zu hellblond. Und ich bin mega aufgeregt und gespannt, wie das nachher aussehen wird. Und ich dachte, ich nehme euch mit, weil ich so eine Art von Haarveränderung noch nie hatte. Und ihr feiert Haarvideos ja eigentlich immer. Ich habe ja auch immer zu meinen neuen Haarfarben und so Videos gemacht. Und deswegen seid ihr jetzt natürlich ja, auch dabei. Ich höre gerade eine Sprachnachricht ab und ich kann mich nicht konzentrieren, weil du die ganze Zeit redest. Es tut mir eigentlich nicht leid. Warte mal, hier war Hausnummer 34. Ich würde sagen, wir suchen jetzt mal die Adresse und wenn wir dann drin sitzen, dann werde ich mich wieder bei euch melden. Fühl dich nicht beobachtet. Kein Stück. So, wir haben jetzt alleine 2,5 Stunden gebraucht, nur um mein Balayage hier einzufärben. Jetzt dauert das Ganze nochmal ungefähr eine knappe bis eine Stunde, bis das Ganze eingewirkt ist. Und dann geht's weiter. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und zwischendurch haben wir uns dazu entschieden, dass der Julian jetzt auch nochmal seine Haare aufgefresht bekommt. Mhm. Was sagst du dazu, Julian? Ich bin jetzt. Boah, wir müssen mal ein Foto raussuchen. Nee, doch, es gibt wirklich, es gibt ein Foto, da hat der Julian genauso die Haare. Boah, super. Wirklich, Julian, genauso sahen die einfach aus. Sagst du dazu, Bianca? Ich bin begeistert. Wobei, ich habe es immer noch nicht so richtig wahrgenommen, weil ich sitze die ganze Zeit hier und ich sehe mich nur bis hier. So in meine Nasenlöcher. Boah. Schön, oder? Weißt du nicht? Ja! Aha. So, greifen Sie die Kamera. Oh, das ist so schön. Wir sind so lang. Oh, das ist so schön. Schön. Oh. Scheiße, Leute, unser Auto wird gerade abgeschleppt. Oh mein Gott, es ist noch da. Es ist einfach komplett verstellt. Ja, gebt mir bitte trotzdem mal hin, die Polizei steht gerade an unserem Auto. Scheiße. Ey, wir sehen nur das Blaulicht, ich guck da hin. Jetzt geh hin und entschuldige dich, und dass die nicht keine Knolle zahlen muss. Ey, ich dachte gerade, ich schleppe mich. Geh jetzt da hin. Oh nein. Eigentlich wollte ich nur einen Vlog über gestern drehen, aber irgendwie ging es mir dann gestern Abend richtig scheiße und es ist auch richtig spät geworden. Deswegen haben wir so gut wie gar nichts mehr aufgenommen und deswegen filme ich heute auch einfach noch mit. Ich habe noch gar kein Statement zu meinen Haaren abgegeben. Erstmal, ich finde mega geil, wie lang und wie
voll die einfach geworden sind. Wir können gleich nochmal Aufnahmen von hinten machen. Die sind einfach die perfekte Länge und die sind einfach so voluminös und dick geworden. Das war mir das Allerwichtigste, dass ich halt nicht so einzelne Strähnen hinten runterhängen habe. Und das ist einfach perfekt geworden. Jetzt werden wahrscheinlich einige sehen, was ist denn da mit der Farbe los? Ja, es stimmt. Ich habe hier echt ein paar lila-blaue Strähnen oder ein paar viele. Das liegt daran, dass wir die Extensions und auch meine echten Haare eingefärbt haben. Und zwar wollte ich eigentlich unbedingt so einen Graustich, so einen gräulichen silbernen Schimmer über mein Blond haben. Da meine eigenen Haare aber so oft gefärbt worden sind und jede einzelne Stelle des Haares irgendwie die Farbe anders angenommen hat und die Extensions dann nochmal anders, ist das Ganze dann so geworden. Aber ich habe mir versichern lassen, dass wenn ich die jetzt noch so 2, 3, 4 Mal wasche, dass das Blau komplett raus ist und dann sind sie einfach nur noch blond mit einem schönen Verlauf. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich werde euch auf jeden Fall auf Snapchat auf dem Laufenden halten, aber ihr werdet es ja auch eh in meinen Videos sehen. Wir fahren jetzt los, ich nehme euch mit. Das ist mein erster Vlog, der über mehrere Tage geht. Das stimmt, das ist mein erster Vlog, den ich über mehrere Tage drehe. Also heute ist Tag 2, wer weiß, ob ich morgen auch noch was vlogge. Und guckt mal bitte, wie schön das aussieht. Wir haben ja diesen Bilou-Aufsteller hier und wir haben ihn einfach komplett unter anderem mit den ganzen neuen Produkten aufgefüllt. Und das ist der gemischteste Aufsteller. Ja, ich glaube, fast alle Produkte, die es jemals gab, sind hier irgendwo drauf verteilt. Und ich liebe es. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Bilou-Lieblingssorte von den neuen Sorten ist. Das haben wir gerade frisch gekauft. Guck mal, ja, das niemand mag ein knackiges Brötchen. Hä? Natürlich. Leute, schreib jetzt mal bitte in die Kommentare, knackig oder nicht knackig. Boah, jetzt lass mich da einfach in Ruhe frühstücken. Übrigens ist es, glaube ich, das chaotischste Video aller Zeiten hier. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich jetzt... Ja, super lecker sieht das aus. Sieht doch geil aus. Da kannst du auch nur das Innere vom Brötchen essen. Ja, würde ich auch am liebsten. Aber so will man ein Brötchen, wo es nur das Innere gibt. Irgendwie weiß ich gar nicht mehr, was ich jetzt alles für dieses Video gedreht habe. Ich glaube, gestern habe ich einfach nur gesagt, wir gehen mit dem Sam in ein Bier. Übrigens, ist es ein neuer Tag. Habe ich noch nicht mal gesagt. Nein, ich meinte ja gestern zu euch, wir gehen in einen Beachclub. Und dann habe ich, glaube ich, einfach den ganzen Tag nichts mehr mitgefilmt. Beziehungsweise habe ich eigentlich. Aber dann haben wir uns entschieden, dass wir einiges davon in Julans Video packen. Müsst ihr unbedingt gleich vorbeischauen. Unser Auto wurde nämlich abgeschleppt, weil jemand das kaputt gemacht hat. Ich hab's nicht gehört. Ich habe ja gar keinen Namen genannt. Ja, okay. Bin seit 3, 4 Tagen richtig krass erkältet und ja, ich weiß nicht, wie es euch dann geht, aber ich hasse es dann die ganze Zeit zu Hause im Bett zu liegen. Deswegen bin ich einfach immer mit rausgegangen und jetzt trinke ich gerade hier einen frischen Ingwer-Tee. Sehr gut. Immer. Also nicht nur bei Erkältung. Ich weiß nicht, was wir heute machen. Wir müssen unsere beiden Videos natürlich anfangen zu schneiden. Ich muss meine Startszene drehen. Ich habe ja gar keine Startszene gedreht. Unsere beiden Videos ohne Scheiß. Ey, guckt euch die einfach beide an. Die sind so chaotisch. Übrigens, könnt ihr mir mal bitte in die Kommentare schreiben, wie ihr meinen Lippenstift findet. Weil der Julian meint eben so, ich habe keine Meinung dazu. Oder hast du jetzt kann eine Meinung? Kann ich zu allen Sachen eine Meinung haben? Das ist halt einfach ein neutraler Lippenstift. Ich will gleich ein richtig geiles Instagram-Bild machen. Da steht die Ananas. Habe ich richtig Bock drauf. Also gucken wir mal, was draus wird. Und schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei, würde ich mal sagen, ne? Ach du Scheiße. Sorry, ich hab Schluck auf. Oh, Scheiße. Es hat so hart reingeregnet. Oh mein Gott, oh mein Gott. Warte, ich mach mal Blitzlicht an. Ja, das sind meine ganzen, ja, das geht. Oh, scheiß Schluck auf! Das geht doch noch voll klar. Ja, geht so, ne? Oh, ich habe eine Sprachmitteilung bekommen. Wir haben gerade ernsthaft überlegt, ob wir spontan an die luxemburgische Grenze Kanu fahren gehen sollen. Zeig den Leuten bitte mal, was draußen abgeht. Voll schön! Vor allem habe ich gerade einen Snap gemacht. Wir haben einfach mal 34 Grad draußen. Echt jetzt? Ja. Immer noch? Da muss irgendwo... Ah ne, die Sonne ist ja nicht da. Ich wollte gerade sagen, da muss irgendwo ein Regenbogen sein. Aber
Wisst ihr, was ich gerade mache? Meine Eltern haben am 14. Oktober Silberhochzeit. Ist das deine neuen Haare? Ja. Okay, dann hier, da. Meine Eltern haben am 14. Oktober Silberhochzeit und ich habe ihnen so versprochen, dass ich irgendwas ganz Schönes organisiere. Und ich bin da gerade so ein bisschen was am Gucken. Ja, ich kann natürlich jetzt noch nichts erzählen, weil meine Eltern, vor allem meine Mama, alle Videos sehen. Also hallo Mama an der Stelle, ich weiß, dass du das gerade guckst. Deswegen verrate ich jetzt noch nichts, aber ich glaube, das wird sehr, sehr cool. Wusstest du, wie man einen Schluck auch wegbekommt? Bin ich nicht so nah. Du bist nicht, ja, das ist eine Weitwinkelkamera. Ja, erschreck mich. Ja, nee, jetzt nicht mehr. Doch, erschreck mich jetzt. Nein. Doch, erschreck mich. Jetzt erschreckst du dich eh nicht, weil du weißt, dass ich dich erschrecken will. Ey, was machst du da? Schließ nicht meine Tabs, die ich raus. Tut mir leid, ich bin gerade hier auf einer privaten... Schließ nicht meine Tabs, mein Freund. Da schließt du mal alle meine Tabs. Sich jetzt hier. Der hasst nämlich Unordnung. Oh, und dann schließt er immer meine Internetseiten, die ich geöffnet habe. Ja. So, meine Lieben, wir haben jetzt abends. Ich habe mir gerade eine wunderschöne Gesichtsmaske aufgetragen, die gerade mein ganzes Gesicht wegbrennt. Ich habe keine Ahnung, ob das gesund ist. Ich benutze sie gerade das erste Mal. Ich bin mal gespannt, wie meine Haut danach aussehen wird. Auf jeden Fall, ja, ich sehe gerade wunderschön aus, ich weiß. Ich dachte mir, ich beende jetzt mal das Video. Wir haben jetzt fast Mitternacht. Morgen kommt das Video online und das Video ist jetzt ein bisschen anders geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Eigentlich wollte ich ja eigentlich... Zweimal eigentlich in einem Satz. Alles klar, Bianca. Eigentlich wollte ich ein Haarvideo drehen, hauptsächlich. Und jetzt habe ich einfach 3 Tage so halb... mitgevloggt. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Ich habe ja in einem meiner letzten Videos schon gesagt, dass ich mega gerne wieder regelmäßiger und öfter Vlogs drehen würde. Also hat das ja eigentlich ganz gut gepasst. Ich verlinke euch auf jeden Fall jetzt hier am Ende Julians Video. Es ist auch eine Art Vlog geworden, ne? Wie wir unser Auto geschrottet haben, musste vom ADAC über eine Stunde da rausgehoben, schleppt werden. Keine Ahnung. Es war richtig peinlich. Zieht euch das auf jeden Fall rein. Und hier auf der... Nee, wahrscheinlich da. Ich weiß es nicht. Es ist immer irgendwie alles spiegelverkehrt. Und auf jeden Fall verlinke ich euch auch noch mein letztes Video. Und damit verabschiede ich mich von euch. Ich hab euch lieb. Wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt einen Daumen nach oben nicht vergessen. Würde mich sehr freuen. Und sonst sehen wir uns hoffentlich bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann sag ich tschüss und tschüss. Tschüss.